Let's Play oder Videos macht, dass es wirklich noch in der Pre-Alpha ist, dass es noch jede Menge Bugs gibt. Nein, 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 ich bin in der Säure. Yo, 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 Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Und zwar spielen wir heute mal Unreal Tournament, ein Spiel, das momentan noch in der Pre-Alpha ist. Dabei ist Futur. Hi! Und das ist wirklich für alle, die, wo, ja, bisschen älteres Kaliber sind, schon so, ja, Mitte 20 so rum, müssten Unreal kennen, weil das haben wir früher immer gesucht, UT99, glaube ich, hieß das. Das war der Vorgänger und das ist jetzt einfach ein Remake vom 2004er UT. Und es ist richtig geil geworden, also die Waffen sehen richtig cool aus. Und vom Prinzip her, ouch, ist es eigentlich noch dasselbe. Und die Maps auch, nur alles halt remastered und auf HD. Und Sven versucht mir hier gerade auf die Fresse zu geben, oder? Ich schieße nur mit Biowaffen. Ja, ja, eben. Du machst hier alles grün. Ja. Wo ist. Komm, wir gehen auf T. Sind wir in einem Team? Ne, das ist Free to All. Ja. Ah, da hinten warst du. Da hinten. Ne, du Idiot. First Blood. Du hast es nicht verdient, First Blood zu bekommen. Ja, ich habe aber. Es ist Free for All, gell? Wir machen alle gegeneinander. Dass wir alle gegeneinander sind. Also gibt keine Teambildung. Boah, fuck. Hey, hörst du auf? Mit dem Rocket Launcher. Also ich habe jetzt mal wieder die Flecken. Oh Mann! Oh, jetzt kommt der andere. Wegen dir bin ich jetzt tot. Ja, wegen mir. Eigentlich hätte ich deinen Kill bekommen müssen. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr das alte Unreal kennt, würdet ihr das hier lieben. Weil würdet ihr das lieben. Wie man es bekommt, das können wir noch in die Ding schreiben. Weil es gibt jetzt schon jede Menge Server zum Spielen. Jetzt kommt der wieder von hinten. Ja, das ist so ein Absnacker da. Ja, es gibt jede Menge Server zum Spielen. Für die, wo das spielen wollen. Ja, leider spielen es aber noch nicht so viele Leute, aber ich denke mal, das wird sich auch mit der Zeit ändern. Ja, klar, das ist jetzt halt noch nicht so bekannt eigentlich. Das gibt es erst seit 2 Monaten, das ist auf dem Markt, die Pre-Alpha. Und es soll auch erwähnt, steht auch auf der Homepage, wenn man das Spiel Let's Play oder Videos macht, dass es wirklich noch in der Pre-Alpha ist, dass es noch jede Menge Bugs gibt. Nein, 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 ich bin in der Säure. Oh Mann. Der Typ hat mich mit einer Rakete hinter mir in die Säure gewallert. Und man darf nicht zu viel erwarten davon. Alter, ist der gut. Ja, der ist richtig gut. Kriegen wir richtig. Der trifft Pfanne. Irgendwie andauernd. Und der hat auch volle Panzerung. Ja, ja. Also gegen den habe ich gar keine Chance. Ich habe ihm gerade ein ganzes Magazin reingehaut und der haut mich einfach mit der Sniper mit 2 Treffern hintereinander weg. So ein Affen. Oh, schon wieder. Meine Güte. Aber der nimmt auch bei jedem Kill eine andere Waffe. Jetzt ist ja, er schon wieder. Was ist jetzt passiert? Ich wurde teleportiert. Ja, du bist jetzt beim Redammer. Ich hab den Redammer. Was kann ich jetzt tun? Ziehst irgendwo, wo freie Fläche ist und keine Wand, und dann ziehst du und dann schießt du und dann tötest du uns alle. Das hast du dich selber getötet. Ja, von wegen, ich töte die ganze Map. Ja, ein Großteil der Map, die wo halt im Bereich ist. Boah, Alter, gibt der mir. Jo, er dreht sich um und macht mir einen One-Hit. Entweder hackt der Typ oder ich weiß auch nicht. Er hat mich gerade gewonnen-hittet. Obwohl ich Rüstung hatte. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das. Ja, lass zusammen. Du Noob. Geil. Bin ich in die scheiß Pampe gelatscht. Ich glaube nämlich nicht, dass der hier normal spielt, weil der ist zu gut. Ja, der trifft mit jedem Schuss. Er läuft ums Eck, ich stehe hinter ihm, auf einmal dreht er sich um und gibt mir einen Headshot und schießt mich in den Schleim. Ja, wir wechseln mal die Map, also auf Hacker habe ich keinen Bock. Oh, und heute. Schon wieder von hinten und wapp, ich bin wieder unten. Du kannst nicht mehr über die Mitte der Map laufen, weil sobald du in die Mitte läufst, wirst du getroffen. Das ist ja blöd. Sobald ich ihn sehe, habe ich einen Treffer. Egal, ob ich hinter ihm stehe oder vor ihm. Da ist er. Ne, bist du das? Das bin ich. Ja gut, dann schieße ich nicht auf dich. Wir bleiben hier oben mal und warten, bis er kommt. Ah, der ist gegangen. Er ist gegangen.
Was? Der ist gegangen. Ja, also, Attacke. Ja, hörst du auf, hier rumzuschleimen? Ja! Jetzt hast du mich direkt getroffen. Also die Raketen machen beim Direkttreffer extrem Schaden. Natürlich, Raketen also. Ja, ich weiß. Ich hab aber nur eine minus 4 KD, obwohl da dieser OP-Typ war. Ja, aber ich glaube, der hat auch wieder gehackt, weil der hat dauernd Rüstung gehabt und hat nicht getroffen. Ja, der hat einfach volle Rüstung gehabt und er hat mit jedem Schuss getroffen. Ups. Shotgun im Nahkampf, das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Flecken, nicht Shotgun. Flecken. Ja, das ist eine Shotgun. Nein, das ist eine Flecken, die schießt Schrapnelle. Das ist Shotgun-Munition. Nein, Shotgun sind eigentlich... Ja, das müssen wir jetzt nicht über Waffenkunde diskutieren. Es sind auf jeden Fall heiße... sind so Dosen, wo die schießt und... Davon die Schrapnelle. Oh, fuck. Das war daneben. Ich will das Ding da haben, was das kann. Was ich das Ding haben will. Juhu! Was kann das? Ich glaube, das ist die verstärkte Munition. Also, da hast du stärkere Panzer. Also, Schuss. Nein! Kommen wir hier wieder raus? Ja. Natürlich kommt man raus, aber. Oh Mann, hätte ich dich jetzt getroffen, wärst du auch weg gewesen. Nee, ich habe das Ding da, das ist extrem stark. Das ist das Rote gewesen, weißt du, dann machst du richtig Damage. One Hit. Ja, ah, nee. die war komplett aufgeladen, die Biowaffe. Das hast das Schild. Achso, ich hab nur noch 2 HP, mein Schild ist weg, ich bin explodiert. Ist doch gut, finde ich gut. Eigentlich wollte ich dir auch noch Raketen geben. Weil ich wusste, dass du kommen wirst. Ja, ich hab dich laufen sehen. Gib mir die Schockwaffe, die ist cool. Ja, auf jeden Fall, sage für alte UT-Fans wäre das richtig cool. Und das ist das erste deutsche Let's Play, wo es für dieses Spiel gibt, Sven. Stell dir vor, ich habe geguckt gerade gestern noch. Geil. Wir sind die ersten, wo das Let's Playen. Also, halt anspielen auf Deutsch. So. Wirklich im Team Deathmatch-Modus. Andere laufen über die Map, das ist ja langweilig. Wo bist du? Wo bist du? Im Zentrum. Zentrum? Im Zentrum, ja. Kann ich wieder oben, ne? Nein, im Zentrum war ich jetzt. Will ich mir aber auch kurz noch was holen. Ja, nicht was holen gehen. Doch. Mal zum Testen. Irgendwie habe ich Standbild. Ich will irgendwas ausprobieren wollen. Ich habe Standbild. Das ist halt nichts. So, wo bist du? Ich habe Standbild, bei mir geht nichts mehr. Das ist, warum? Jetzt habe ich den Redammer. Ja, mein Spiel ist abgeschmiert. Oh, Mist. Aber bei mir stehst du noch alles drin. Ja, suicided. Aber jetzt will ich mal testen. Oh ja, du kannst ja... Ah, das ist... Du kannst beim Redammer die Waffe noch lenken. Also wenn du drauf... Ah, lenk. Und es macht richtig... Raps crasht einfach immer, wenn man das Spiel startet. Ja, wie gesagt, das ist eine Pre-Alpha und da sind noch Bugs jede Menge drin. Normal sollte man das ja auch nicht aufnehmen. Wie gesagt, das soll man ja auch vorher ankündigen, dass es nur eine Beta ist, eine Alpha. Und jede Menge Bugs vorhanden. What's that? Da? Oh, sind... Geil, wenn du die Schuhe anhast, kannst du richtig geil jumpen. So, 3, 2, nein. So Leute, da bin ich wieder bei mir. Da eben das Spiel abgestürzt. Und jetzt bin ich wieder auf der Map. Hab immer noch meine minus 3 KD, scheinbar wird das gespeichert. Ist doch gut. Ja, ich hab jetzt immer noch. Nein, ich habe jetzt 0 Kills, 0 Tode, aber hab trotzdem minus 3 Punkte. Also wenn du die Boots an hast, kannst du springen. Ups. Nee, ich habe keine Boots an, ich habe nur eine Leggings. Ja, nee, die gab's hier unten. Ja, zeigen wir noch die nächste Map. Es gibt nämlich 3-4 Maps, wo man anspielen kann. Ich will nochmal die Sniper zeigen. Das kann man gleich machen. Gerade noch 30 Sekunden. Ja, die sind jetzt abgelaufen. Du hast so viel geschwitzt. Immer noch 26 oben. Ach so. Warum hast du eine Goldrüstung? Weil ich mir das Ding geholt habe, das, den Ring, den glänzenden, den leuchtenden Ring.
Dann kriegt man die. Aha. Oh, die Map habe ich auch noch nicht gespielt. Was sind das? Irgendein Haus. Gut, die Map ist auch neu. Sagt, sie ist aber auch, ist mir auch bekannt, ist auch eine alte. Habe ich jetzt eingesammelt, das ist Munition für die Waffe. Da drüben ist die gute Chestplate mit 100 Rüstung. Das sollte man immer mitnehmen. Oh, sind wir schlecht. Aber das ist wirklich das alte UT noch mit dem Blut. Das ist genauso alt. Wie viel hast du denn noch? Ja, noch 52. Wie viel hast du nur noch? Mehr. Ja! Raketenwerfer. Noob. Ja, die Waffe ist einfach cool für Raketen. Ich habe 74 noch. Ich habe jetzt wieder 100. Alter, die hätte ich auch voll oft getroffen. Ja, komm. Eben habe ich mich mit dem Raketen. Nee, habe ich nicht. Oh, ha, jetzt habe ich die Goldrüstung. Bringt da bloß nichts, wenn du nicht ja, unten rauskommst. Ja. Ah, Mist. Oh Mann. Das Problem ist, jetzt habe ich nur noch 13. Habe ich dir so gegeben? Ja. Oh, die machen übles Damage, machen 40 Schaden oder so. 35, kommt doch drauf an, wie sie dich treffen. So, wo bist du? In Deckung natürlich. Ich habe ja nur 13 Leben. Ach so. Ach Mist. Das sind wieder die Boots. Ich will die Boots haben, die sind cool. Ja, guck mal, warte mal kurz, nicht schießen. Ah, Mist. Ich habe gerade wieder Leben aufgesammelt für mich. Ja, jetzt warte mal kurz, wenn wir uns wieder sehen, mich nicht töten. Ja, du willst mich aber wieder töten. Ich hab nein, ich will gesehen. Das zeigen, wo bist du? Ich bin hier oben. Ja, ich höre dich, Moment. Guck warte, mal, warte, ich will erst noch die Rüstung. Ja, guck mal. Aber nicht mich abschießen jetzt. Alter! Oh. Hauptsache, du hast dich jetzt selbst getötet. Ja, aber die Schuhe sind cool, du hast Doppelsprung dann. Hast du dann Doppelsprung? Oh, hast. Jetzt habe ich Doppelsprung! Aber die heben nur 3-4 Sprünge, dann sind sie weg. Oh, jetzt ist sie kaputt. Ja, gesagt, die heben nicht. Ich wollte da jetzt hochspringen. Ich habe schon wieder 113 Armor. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei dem Raketenwerfer. Also ich würde eigentlich mal, auch wenn ich den Sniper mal wieder finde, zeigen, was die Sniper für ein Damage macht. Yeah, Firewirbel! Bleib stehen! Diese bei der Biowaffe, sie ignoriert, glaube ich, Rüstung. Ja, das kann auch sein. Ich habe den Sniper gefunden, ich habe dich damit gerade gekillt, dass meine Leute das auch mal sehen. Ist aber richtig cool mit dem Zoom. Und da gab's auch richtig Tower-Maps mit. Hier sind 3 Leute, hier ist ein anderer. Echt? Wer ist denn jetzt da? Ich kämpfe gerade gegen den. Oh, geil, wir sind zu viert! Wir sind zu viert, Sven! Jetzt wird's crazy. Jetzt wird's geil! Ich hab dich abgeschossen! Nee, nicht auf mich gehen jetzt, wenn wir zu 14 ja, okay, komm, Held. Wir teamen. Wir sind ganz viel zu teamen jetzt. Wo ist er? Der ist irgendwie unten. Oder ja, da war auch schon wieder die Goldrüstung. Ja, die bin ich. Nein, der André hat auch eine. Ach so. Der FK Nero. Ja, wie geil, wir sind zu viert jetzt mal auf dem Server. Oh, da gibt's noch richtige Badfight. Ist Deathmatch. Oder nein, das ist ja Free for All. Ja doch, das ist Deathmatch, aber kein Team Deathmatch, sondern ein Standard Deathmatch. Also du bist es mir, scheiße, sorry. Hinter dir. Da drüben ist einer. Doch, die leben. Hast du die? Ich bin tot schon wieder von Nero. Der dauert die goldene Rüstung schon wieder. Also scheinbar gibt es da irgend so einen Hack, dass die Dauer-Goldrüstung haben. Wir sind mit sogar so 5. Der Nero hat gerade alle weggeholt und hat immer noch die Goldrüstung. Ja, wir sind zu 5. Was ist denn das für ein geiles Ding? Da oben ist noch eine Laterne. Wenn es nur noch der Hacker disconnect. Sorry, das war ich. Ja, der Hacker rennt hinter dir her. Stirb! Oh, Alter, ich hab noch 6 HP. Nee, das ist nicht der Hacker, das ist der 5. Spieler, aber der hackt auch schon wieder. Ah, oh, die scheiß Hacker-Noobs. Die haben alle die Goldrüstung, dauerhaft. Mist.
Ja, aber ist doch egal, wir haben jetzt endlich mal Leute auf dem Server. Überlegen, das Spiel ist in der Alpha, eben war noch auf allen Servern kein einziger. Ja, und jetzt spielen wir hier und dann bam. Und bam. Schade, dass es keinen Chat gibt. Dann hätte ich mal gefragt, schaut bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Boah, es ist laut jetzt gerade hier. Also diese Biowaffe macht übelsten Lärm. Also bist du, sorry. So, da drüben. Wo? Du kannst ihn nicht mal treffen, du kannst ihn nicht treffen. Ich habe gerade einen hundertprozentig mit dem Strahlin getroffen und habe keinen Hitmarker bekommen. Hm. Siehst du das, Sven? Ja. Ja, ich bin hier in der Mitte bei dem Shotgun, bei dem Rocket Launcher Duell, wo alle mit Raketenwerfern rumballern. Juhu, ich bin auch da. Wo seid ihr? Ja, ich hab mich selber getötet. Ja, du kriegst ihn echt nicht vor down. Mir stand ein Gegner, weil ich habe ihn in den Rücken geschossen, ich sterbe und er überlebt, obwohl ich ihm einen halben Meter neben mir in den Rücken geschossen habe. Ja, das sind die scheiß Hacker-Noobs, aber... Ja, aber es ist halt noch kein Heckschutz. Gäbe, glaube ich, auch nicht, dass es Heckschutz gibt noch. Oder schon. Ja, der wird schon kommen, aber noch gibt es halt einen. Keine, beziehungsweise wahrscheinlich einen sehr schlechten. Oder die Leute hätten einfach wieder zu viel Langeweile und in das Programm schon wieder umgeschrieben. Ich meine, ich finde keine. Ja doch, aber den Elmore kann man zumindest töten. Ja, den habe ich getötet. Ja, den habe ich schon sehr viel Schaden gemacht. Und dann musste ich wegrennen, weil dann kamen von vier Richtungen Leute irgendwie. Aber man kann Walljump machen, habe ich gerade gesehen. Du kannst gegen die Mauer hüpfen, von der Mauer aus kannst du nochmal hüpfen. Ah, okay. Das bist du! Ah, das ist, der Name wird zu spät angezeigt. Ja, ach, du hast mich fast getötet. Ah, oh, sorry. Raketen machen nämlich auch bist du hinter mir? Schaden. Bist du jetzt hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Moment, ich komm zu dir. Hol mir jetzt Leben, hinter dir ist der Hacker. Ich bin tot. Doch, ich hab Hitmarker bekommen, du kannst ihn treffen, aber ich weiß nicht, ob du ihn tötest. Also den einen Hacker konnten wir nicht töten, aber ich glaube einer ist schon wieder disconnected. Ne, wir sind immer noch fünf. Der Miliz. Ich habe Elmo getötet. Ich hab. Oder hat die. Doch, das sind keine Hacker, die haben Ding verloren, die sind einfach. Die haben ihre Ding-Goldrüstung verloren. Stimmt. Aber warum sind die dann so übelst drauf? Ja, vielleicht haben sie auch einfach nur Aimbot. Boah, Alter, gibt der mir. Aber so macht mir nicht das Spiel Spaß. Ja, aber doch, Schrapnell ist eindeutig eine Shotgun-Munition, weil das kenne ich aus Wolfenstein. Da ist nämlich Schrapnell auch bei Shotgun-Munition. So, ich bin hinter dir. Das bin ja, ich. Nein, das ist meine ganze gar nicht du. Die scheiß Raketenwerfer. Ups. What? Ich wurde gewonnen-hitted. Ich habe mich selber abgeschossen. Ah ja, okay, es war wieder so eine Flag Cannon. Die Dinger sind im Nahkampf natürlich one-hit. Ja, natürlich. Das ist tödlich. Aber dieser Elmur spielt auf jeden Fall fair. Der hat kein Aimbot und der hat auch keine Hacks drinnen. Das merkt man. Ich habe mal in den Chat geschrieben, Hacker? Elmur hat eine Killing Spree und hat sich danach sofort selber in die Luft gejagt. Das bist doch du, Sven. Hörst ja, du auf. Dann schieß halt nicht auf mich. So, ich hol mir auch die Minigun. Wir halten jetzt die Position. Da drüben rennt einer. Da kommt einer. Bam. Natürlich geht er wieder auf mich, ey. El Milite, wie heißt. Da drüben rennen zwei Stück. Boah, Alter. Aber das Gute bei dem Spiel ist, du musst nicht nachladen. Ja. Bist du das? Ja, das bin ich. Los. Ich hol jetzt wieder die Leben hier. Schon wieder Killing Spree? Nee, wurde beendet. Achso. So, wo sind die jetzt? Oh, Nero ist nicht mehr Erster. Ich bin Vierter von fünf. Ich bin nicht Letzter. Boah, Alter, das ist ja Leben nur die. Der Raketenwerfer ist verdammt stark, ja. Ey, das ist übel. Die Gatling kann gar nichts gegen den. Ja, aber ich habe jetzt auch den Raketenwerfer. Aber du, darfst die Dinge nicht zu überschätzen, gell? Die. Oh, die Lightgun, die ist echt schlecht. Also die mit dem. Links, rechts. Jo, was war das jetzt? Alter, sein Plasma war ja extrem stark. Also, wenn du mit der Plasma-Gun triffst, bist du scheinbar auch ziemlich OP. Und ich werde von beiden Seiten abgeballert. Einer mit der Shotgun und einer mit dem MG. Juhu, ich habe wieder einen getötet. Der Fleck. Nicht. Ich bin immer noch Vierter.
Sind wir auch noch? Nein, wir sind nur noch vier. Okay, ich bin letzter. Juhu, eine Map machen wir noch, würde ich sagen, und dann ist eh die Zeit rum. Und dann könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel vielleicht öfter sehen wollt. Wir sind mal tot. Weil es ist eigentlich richtig cooles Spiel, finde ich. Also es ist einfach halt Unreal in dem her. Warum bin ich jetzt eigentlich gestorben und irgendeiner rennt hier noch rum? Ja eben, ich finde ich auch komisch. Passiert jetzt noch irgendwas? Ah, wenn man auf Dings drückt, dann kann man. Ich das nicht so viel verwirrt, denn die KDA sagt, hat ich den Chat öffnet. Mach mal ein bisschen Werbung für uns. Jo, mach mal Werbung. Der Typ sucht uns. Soll ich das für jemand sagen, dass wir tot sind? Ja, es ist ein Bug. Der sucht uns. Ich reconnecte mal auf den Server. Ja, Kurt schreibt auch neu. Ja, jetzt, jetzt ist es fertig. Jetzt. Jetzt sind wir noch zu dritt. Ne, jetzt sind wir wieder zu viert. Ja, jetzt sind wir wieder zu viert. Wenn du Escape drückst, siehst du den kompletten Chatverlauf. Ah ja, gut. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung nachher für unseren Kanal und. Ja, da, lesen. Hier, da, da. Macht aber es geht Sinn. Auch nichts mehr. Ja doch, das ist immer so, dass es hier stehen bleibt. Achso, jetzt geht's. Oh, nächste Map! Irgendeine Ritterburg. Ich komm nicht drüber, scheiße. Irgendeine Burg. Okay, Shotgun. Oh gut, und es sind keine Hacker. Boah, jetzt kommt der schon wieder. Ich hab First Kill! Jetzt kommt der schon wieder Raketenwerfer. Ich hab direkt mit dem Schrapnell jemanden ins Gesicht gegeben. Ich hab auch einen Raketenwerfer. Mann, stirb! Ja, kill meine Mutter. Leck mich doch, du Arsch, achso. Ah, nö, von der Seite. Warst du das? Ja. Und ich bin tot. Alter, wie genau hat der? Das war jetzt aber Glück, weil ich bin in den Schuss reingelaufen. Okay, da liegt meine Shotgun noch. Die nehme ich wieder mit. Oh, er hat Rüstung, pass auf, er hat Rüstung. Aber es sind keine Hacker, die sind also einfach nur... Futur. Extrem da schnell. Oben, glaub, über dir ist einer. Boah, Alter, die sorry. Sind so gut. Sorry. Ja, macht nichts. Du bist in meinen Schuss reingelaufen vom Raketenwerfer. Ah, das bist du hinter dir. Oh, ich hab 0 Kills, super. Die sind aber nur verdammt stark, also da hast du keine Chance. Ich hab keine Munition mehr. Hammer, 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 hau ihn tot. Okay, jetzt hat er mich. Hammer, hau ihn tot. Nee, ich stand einfach neben ihm und hab auf ihn geklopft, weil er mich nicht getroffen hat. Aber der Hammer, der macht irgendwie fast keinen Schaden, da hab ich so nicht gefühlt. Ich kille Moore. So, jetzt habe ich wieder das Shock Rival, das finde ich ziemlich geil. Vor allem der Rechtsklickschuss ist halt verdammt stark davon. Boah, Alter, das Spiel ist so abartig schnell. Ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von so schnellen Spielen, aber das hier macht Spaß. Warst du das, der gerade die Rüstung eingesammelt hat? Nein, nein, ich bin weiter weg. Ich habe mich zum Rocket Launcher. Ah, das bist du. Ja, ich habe den Rocket Launcher gehabt. Ich komme wieder zum Rocket Launcher. Und ich wurde von dem Rocket Launcher weggeholt. Nein, geh weg hinter mir. Ich wurde von 3 Raketen gleichzeitig getroffen. Der hat aufgeladen und mir ins Gesicht gegeben. Das ist natürlich tödlich. Oh, stirb jetzt. Lebt der da drüben noch? Einer lebt noch, ja, der Matzke. Ich bin jetzt hier mit Schrapnell. Ja, der, ich hab auch mit Schrapnell gekriegt. Und ich hab die große Rüstung, die 100er. So, wo rennt die jetzt alle rum? Ich seh niemanden mehr. Ey, die Burg ist übel, weil du siehst einfach die ganze Map von jeder Position aus, siehst du einfach fast die ganze Map. Was ist das, bin ich? Ah, nein, das da oben ist einer mit Goldrüstung. Ja, den hab ich, das ist der Mats MKZ. Das ist der MHZ. MHZ, ja. Den hab ich eben auch nicht darum bekommen. Ja, Goldrüstung halt. Aber du kannst auch nicht wegrennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit Goldrüstung hast du Geschwindigkeitsbonus. Das ist extrem. Aber ich bin Dritter. Oh geil, wie ist das denn? Wenn du einen gespottet hast, kannst du ihn verfolgen. Dann zeigt sie einmal durch Räume laufen, wo der Punkt ist.
Wie gespottet. Wenn du ihn markiert hast, wenn du ihn im Ziel hast. Und wenn du... Achso, mit dem Raketenwerfer. Alle rennen mit dem scheiß Raketenwerfer rum. Nein, mit dem Sniper und so. Ach, wenn da du, oben ist die Goldrüstung. Jetzt weiß ich, wo die Goldrüstung ist. Die will ich mir jetzt holen. Und wenn du mit dem Sniper ziehst, wird der Kopf... Hörst du mir zu? Ja, ich höre dir zu, aber ich muss mich freuen. Wer der Kopf markiert. Die Box, weißt du, die Hitbox. Ja. Jetzt werde ich verfolgt. Ich habe keine gescheiten Waffen. Boah, dieser mit der Sniper ist ja echt übel, der MHZ. Hey, der überlebt Raketenwerfer, der kann doch fast nichts mehr haben. Das bin ich. Sorry, ja, der Name erscheint immer erst, wenn man trifft. Das schießt mal erstmal so lang drauf, gell? Ja, bis man trifft und dann steht der Name da. Also. Also, das ist schon wieder du. Der kommt von rechts, der kommt von rechts. Der MKZ. Ich hoffe, ich hier lebe. Das ist richtig geil. Da unten rennt Elmo rum. Er ist in die Säure gehüpft. Das ist keine Säure, das ist Wasser. Diesmal ist es Wasser. Oh, und ich bin auch tot. Alter, was ist jetzt los? Dieser MHZ. Black Cannon. Alter, der Typ da drüben geht ab. Irgendjemand hat die Goldrüstung. MHZ hat die Goldrüstung. Der hat die ganze Zeit schon die goldene Rüstung. Ja, aber er hat sie gerade eingesammelt. Schon wieder. Ich hab geschaut, wie er sie eingesammelt hat. Ja, deswegen hat er sie ja auch dauernd. Ja, ich weiß auch, wo sie liegt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ja, der rennt da drüben rum mit der Goldrüstung. Na gut, ich hab die Sniper. Dammit. Oh, Sniper-Duell. MHZ mit Goldrüstung gegen mich ohne Rüstung und Sniper-Duell. Aber da hab ich. Ja, und er zieht den Rocket Launcher. Komm. Ich hatte nichts wie den Sniper und null Rüstung und er fängt an, Sniper-Duell mit mir und zieht den Rocket Launcher und ballert mich einfach weg. No, El Mort. Achso, mach mal Doppelklick auf D oder A. Was? B? Auf links oder rechts, mach Doppelklick. Was bringt das? So, hin und her hüpfe. Mach mal Doppelklick auf die Seite laufe. Ah, genau. Wie geil ist das Ding? Danke. Ach komm schon, MHZ hat sich schon wieder die Goldrüste geholt. Ich habe ihm sogar zugeschaut, wie er es sich besorgt hat. Der ist einfach gut, der spielt das glaube ich schon öfters. Ja, und vor allem kennt er die ganzen Wege, der hüpft da die ganze Zeit. Und aber auch, der weiß auch, wie lange es dauert. Ich bin hinter dir übrigens. Nicht, dass du dich jetzt umdrehst und. Ja, ne. Da drüben ist Elmur. Ah, Mann. Elmort oder Elmur oder wie auch immer. Hast du mal mit der Pistole brauche ich da nicht anfangen wollen? Ach, das soll eine Pistole darstellen? Also, das ist die Standardwaffe. Soll das eine Pistole sein? Nein, das ist eine Pistole, ja. Der da drüben immer. Jetzt machst du ja schon wieder mit mir Sniper-Duell und gleich zieht er seinen Rocket Launcher. Yes, ich hab Elmur gekillt. Das bringt ihn, wir müssen MHZ mal killen. Egal, ich hab Elmur gekillt und ich hab mir die gute Rüstung geholt und Raketenwerfer-Munition. Siehst du das? Ja, da hinter, du, mir, hinter mir, hinter ich mir, hinter mir! Ich hab dich gesehen, da oben hockt der. Der ist oben, der hat sich schon wieder Goldrüstung geholt. Du wurdest schon wieder von irgendwo weggeholt. Schau, der ist auch nicht schlecht. Alles bist du. Okay, Sniper. Falls einer kommt, muss ich schnell auf 8 wechseln und Raketenwerferparty starten. Da kommen sie. Ja, der kommt links rum. Links, links, links. Oh. Okay, Raketenwerfer raus. Oh Mann, MHZ, diese Plasma-Kugeln machen echt saugut Schaden. Oh, klasse, ich habe jetzt die Hammer gehabt. Oh, wir sind jetzt zu 5. Schon wieder. Ja, okay, ich hab die Flag Cannon. Mir Malcolm. Oh, das warst du. Hab ich dich gekillt? Nein. Na, aber das ist unstoppable. Natürlich so. Ja, der ist richtig gut. Also Respekt, der man weiß, wie man dieses Spiel spielt. Oder wie man hackt das. Ich bin ganz sicher. Also ich glaube nicht, dass er hackt, um ehrlich zu sein. Also zumindest hackt er dann sehr unauffällig. Ja. Er hat und einmal schon gestorben. Ich bin oben bei der Goldrüstung. Jetzt muss ich nur noch spawnen und der Timer ist halb voll. Dann habe ich die Goldrüstung. Ich habe den neuen gefunden. Da drüben ist der neue. Sch-
Scheiße. Minus 18 KD. Ich hab 4. Ich hab 4 Punkte. Wie viele stirbst du? Ich kill gerade Malcolm. Juhu, ich will mich jetzt wieder MHZ hier oben verjagt, damit ich nicht die Goldrüssi krieg. Juhu, ich hab einen getötet. MHZ ist godlike. Ja, der hat einfach zu. Der hat einfach und so er viel. Springt hoch, gibt mir einen One-Hit und in dem Moment, wo er hochkommt, spawnt die Rüstung in der Sammelze ein. Es gibt's nicht, der zählt doch mit. Jetzt ist er wieder hinter mir. Also MHZ ist einfach unbesiegbar irgendwie. Ja. Deswegen godlike. Ich bin schon wieder von hinten von ihm getötet worden, obwohl er eigentlich vor mir war. Ich stand auf einmal hinter mir und ich war tot. Jetzt habe ich nur die Sniper, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ups. Ich habe gar nichts rechtes hier für die Scheißwaffen. Jetzt habe ich Rüstung, ich habe einen Raketenwerfer. Alter, ich habe MHZ gerade mit der Sniper in den Brustkorb geschossen und der hat nicht mal Rüstung verloren. Doch, er hat's verloren. Er hat keine goldene mehr. Ja, aber wie ich ihn getroffen habe, der hatte er die goldene noch. Und jetzt würde ich schon wieder von hinten von der Black Cannon weggehen. Welcher bin ich denn? Vierter von sechs, wir sind schon. Da ist er, tot! Wir haben ihn! Puto, er ist sechs. Tot! Er ja. ist tot! Wir sind inzwischen sechs Leute, jetzt muss er ja auch langsam mal sterben. Und ich bin vierter von sechs, da bin ich stolz drauf. Oh, das bist du. Ich bin dritter, juhu! Ich hätte dir fast einen Quickscope aus der Luft gegeben. Und der hat wieder die Rüstung. Also ich würde sagen, das war's für diese Runde. Und das Spiel ist absolut Prämie. Holt es euch, wir schreiben es rein, wenn wir es wieder spielen, dann können wir uns zusammentreffen, dann sehen wir auch mehr. Und ja, mein Fazit, Premium, wird richtig geil, das Spiel. Ich hoffe, es ist natürlich der Sechste geliebt und ich bin Letzter. Fick. Oh. Ich war nicht Letzter, es waren sechs Leute gerade eben. Der hat einfach verlassen, da kann ich ja nichts dafür. So, jetzt dein Fazit noch. Mein Fazit ist, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Vor allem, wenn man es mit einem Kumpel spielt, glaube ich, ist es ziemlich cool. Ich würde euch raten, es mal zu holen, weil dann könnt ihr bestimmt auch mal ein, zwei Runden mit uns mitmachen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.